Es gibt sehr viele Sinnbilder von Jesus im Alten Testament. Ein Beispiel dafür ist Noahs Arche. Zum Bau der Arche sollte Noah 7 Harz überziehen, um ihm mehr Stabilität zu geben. Das Harz sollte das Boot zusammenhalten und die Insassen der Arche vor Gottes Gericht in Form der Sintflut schützen. Das hier im Urtext verwendete Wort für Harz kann man auch mit Sühnung oder Vergebung übersetzen. Sinnbildlich kann man die Story gut auf das Kreuz übertragen. Durch Jesus' Tod und dadurch auch sein Blut vergibt uns Gott unsere Schuld. Er bewahrt uns vor seinem Gericht, was uns alle nach unserem Tod erwarten wird, wenn wir nicht durch den Harz bzw. das Blut von Jesus geschützt werden.